geht ab, Freunde? Euer Sturfy und herzlich willkommen zum ersten Video aus der neuen Wohnung. Ja, Freunde, viele von euch werden wahrscheinlich schon auf Instagram bemerkt haben, dass sich in letzter Zeit bei mir ein bisschen was verändert hat. Falls ihr dort noch nicht folgt, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung, den zweiten und den dritten und den vierten. Und jetzt höre ich schon wieder die ganzen Stimmen. Roomtour, Wohnungstour. Ich würde einfach sagen, bei 50.000... Und dann fangen wir auch direkt an mit dem eigentlichen Video. Wir haben heute den ersten Squad-Builder auf unserem Channel in FIFA 16. Und das Ganze in der Formation 4-3-3 Variante 5 gefiel mir in FIFA 15 richtig gut. Wir haben natürlich No Link Wasted am Start. 5 Nationen, 4 Ligen. Seid ihr nicht anders gewohnt von uns? Ja, und wir haben diesmal ein richtig geiles Team für den Anfang. Ist relativ günstig, aber auch relativ stark. Ich würde sagen, so ein richtiger Mischmasch. Das müsste man sich eigentlich leisten können, wenn man so ein bisschen gespielt hat. Also das auf jeden Fall mal abchecken. Wir fangen auch direkt an mit dem Torwart. Das ist Tim Howard vom FC Everton, gefiel mir in FIFA 15 richtig gut. Ich habe das Ganze in Köln aufgenommen, deswegen muss ich ab und zu jetzt mal hier hochgucken. Da hat leider die Facecam ein bisschen ein paar Fehler gemacht, deswegen muss ich das Ganze jetzt hier nachkommentieren. Aber ich denke mal, das wird gar nicht so schlimm sein. Dann gehen wir weiter zum Rechtsverteidiger. Das ist Damian von Manchester United. Die Neuverpflichtung, 81er Gesamtrating. Also sieht richtig gut aus mit passablen Werten, 79 Tempo, ganz gute Verteidigungswerte. Also ein recht guter Mann für die Außenverteidigerposition. Jetzt kommen wir zu dem ersten Innen. Verteidiger und das ist ein richtig schneller Mann mit 82 Tempo und zwar Mbemba. Der war letztes Jahr, glaube ich, noch ein Silberspieler, bin mir da gar nicht so sicher, da haben wir ihn auch schon. Spielt bei Newcastle United, wie gesagt, 82 Tempo, ansonsten noch 78 Verteidigung, 79 Physis, also richtig starke Werte, da bin ich mal gespannt, wie der sich spielen lässt. Der zweite Innenverteidiger ist ein, ja, würde ich sagen, recht guter Mann, den müssen wir natürlich erstmal suchen, Barclays Premier League und da haben wir ihn auch schon, Chris Smalling bei Manchester United, ein richtig guter Spieler. 79 Gesamtbewertung, auch relativ schnell mit 76 Tempo, 83 Verteidigung, ein recht guter Wert. Jetzt gehen wir weiter zu unserem Linksverteidiger. Da haben wir einen aus der Ligue 1 Paris Saint-Germain, auch neu verpflichtet. Ich glaube, der war relativ teuer. Kurzawa, 79 Tempo, genau wie Damian. Ich würde sagen, diese Tempowerte reichen auf jeden Fall für die Außenverteidigerposition. Da sind wir also recht gut besetzt. Dann gehen wir rüber zum Mittelfeld und der erste Spieler, den wir dort haben, ist Schneiderlin. Der kam ja jetzt auch frisch zu Manchester United. 82er Gesamtwertung, hat eigentlich sehr gute Stats in den Defensivwerten. Nach vorne kann er jetzt nicht so viel machen. Ich glaube, der Schuss ist auch nicht überragend. Aber für die ZDM-Position ist er auf jeden Fall der beste Mann. Weiter geht's mit unserem rechten zentralen Mittelfeld. Da haben wir eine aktive Legende. Andrea Relle Siegenbart Pirlo. 84er Gesamtrating hat er noch. Sehr gute Passwerte. Ich glaube, die besten Passwerte mit im Spiel mit 93. Also richtig kranker Typ. Der kann nach vorne die Pässe schlagen. Und dann machen wir auch weiter mit unserem rechten Flügel. Spieler. Der war letztes Jahr, soweit ich mich erinnere, noch ein Silberspieler. 80er Rating hatte. Ihr könntet natürlich auch Candreva benutzen, aber ich glaube, der wird da ein bisschen teuer. Berardi, also 3 Sterne Skills hat er. 79 Schuss, 75 passen, ansonsten überragende Werte, was alle Angriffsstats angeht. Deswegen habe ich mich dort auch für ihn entschieden. Jetzt gehen wir weiter zu unserem linken zentralen Mittelfeldspieler. Da haben wir diesmal einen aus der Ligue 1 und zwar ist das Valbuena. Der wechselt ja jetzt auch aus der russischen Liga zu Lyon. 81er Gesamt Rating, 4 Sterne Skills hat er, 86 Tempo, gute Pass- und Schusswerte, also ein richtig guter Mann für die zentrale Mittelfeldposition. Im linken Flügel haben wir El Shaarawy Faraone vom AC Mailand, wechselt er zum AS Monaco und super Werte hat der auch, wenn man sich die ganzen Offensivstats anguckt. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot, also nur überragend für diese Position. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsspieler, den ich unbedingt ausprobieren wollte, ein Mittelstürmer und zwar ist das Jovinko von Toronto. Und wenn man sich diese Werte anschaut, Freunde, der hatte letztes Jahr, glaube ich, noch eine 76er oder 77er Bewertung. Er hielt dann einen Team of the Season. 4 Sterne Skills hat der. Kranke Pass, kranke Schusswerte, super schnell, wieselflink. Also eigentlich so ein cheaper Messi. Den muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß, dieses Kommentar war jetzt nicht das Beste, weil es einfach ja auch gar nicht so die besten Bedingungen waren. Ich musste jetzt hier auf den Bildschirm gucken. Alles war schon voreingestellt. Ich konnte jetzt nicht selber manuell alles manövrieren, wie ich jetzt die Spieler einstelle. Deswegen habe ich ab und zu vielleicht mal ein paar Fehler gemacht. Ich hoffe, dir hat das Team gefallen. Und wie gesagt, Freunde, bildet euch dieses Team. Das ist richtig krank. Geile Spieler. Man hat eigentlich alles, was man braucht. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Das war es dann soweit von mir, Freunde. Haut rein und ciao. Okay, die Belichtung ist gut. Danny ist aber ein bisschen hässlich geworden. Ne? Was geht ab, Freunde? Euer Sturfy und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog.